Missionen alle sein sollten, habe ich noch eine gemischte Playliste. Ja, alles gut. Wir könnten wieder, ja, wir hätten auch mit Deathmatches weitermachen können. Ja, da sind noch welche dabei. Also ich habe da ja, alles ich fand, noch die, ich fand das ganz witzig eigentlich. Da sind noch welche mit drin. Ich habe da alles mit reingepackt. Alles gut. So, ja, die Sandrennen sind halt nicht so meins. Die sind irgendwann ziemlich frustrierend. Muss ich sagen. Ja, die habe ich rausgelassen, diese Hindernisdinger. Ja, also die fangen irgendwann dann ein bisschen sehr frustrierend zu werden. Wenn du da eben für ewigen 3 Tage nicht über dieses Hindernis kommst und dann bist du da drüber und dann fällst du wieder runter, musst wieder den ganzen Scheiß von vorne machen, ist es dann echt nervig. Also auf Dauer zumindest. Wenn, dann habe ich nur normale Stuntrennen drin. Also die, die wir schon mal gefahren sind, da mit den normalen Loopings und ja, das wollte ich ja, aber diese Parcoursrennen meine ich, die sind ein bisschen... Ja, ja. Penis. Momentan kommt bei mir so unregelmäßig Content. Aber ja gut, mir fehlt einfach die Zeit dafür. So. Heute Abend kein Rennen bei uns. Mit 10 Leuten wollen sie nicht fahren. Naja. So, dann lade ich euch mal hier zur Lobby ein. Da gesehen, was ich geschrieben, was ich gepostet habe, den Link. Mit, da sind weitere Infos drin zu The Furious 2. Okay. Ein bisschen mehr von der Story erzählt, was da so drin ist. Du bist irgendwie mit dem Hubschrauber abgestürzt auf der gleichen Insel und musst dann das quasi wieder alles machen. Und gerüchteweise geht es darum, dass du den kleinen Sohn spielst und so. Es gibt neue Monster. Mal gespannt. Und sie wissen noch nicht, wann es genau rauskommt. Heute rauskommt, ob es. Okay, 10 Minuten ist der da. Ja, mal gucken. Ich denke mal, das war's für das Spielen, oder? Ja. Würde ich sagen. Ich denke mal, das war. Vielleicht kriegen wir dann noch Sabrina wieder am Start. Nee, glaube ich nicht. Weißt du, die hat da keinen Bock drauf? Nee, ich glaube, die ist vollends auf PC umgestiegen. Die hat auch gesagt, die hat ihre PlayStation-Dings gar nicht verlängert und so. Das finde ich schade. Das Thema ist durch. Ich hätte sie gern wieder mit dabei gehabt. Ich... Ja, ich auch, aber was willst du machen? Die Leute müssen ja selber entscheiden, was sie gerne machen wollen. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann Enrico dazu auf jeden Fall überredet bekommen. Aber mitmacht. Aber Enrico ist auch noch keine 18, oder?
17 oder so, glaube ich. Der kommt mir vor wie 16, 17 vielleicht. Gut, der hat aber eine gewisse Reife, was den Kopf betrifft, muss man sagen. Der spielt auch nur irgendwie gefühlt mit 13-Jährigen und so ein Kram. Ich war Freitagabend mal kurz mit dem online. Ich habe deinen Trailer nur kurz gesehen. Mhm. Ja, alles gut, wie gesagt. Wir hätten ihn nicht aufgenommen, wenn es nicht gepasst hätte. Daher alles gut, auch wenn da mal zwischendurch mal, gut, das kann man halt mehr oder weniger teilweise von mir aus, aber mal ein bisschen Stress haben miteinander, aber deswegen, das hat sich ja mittlerweile alles wieder gelegt. So, okay. Geld einzahlen soll ich mal. Also aktuell dreifach RP Sumo Rennen. Ach genau, ich fahre mal zum Casino. Da könnten wir vielleicht auch mal wieder noch mal welche fahren. Sind auch welche mit drin in den Dings? In den, ich wollte es nur gerade anmerken, das war halt wie gesagt, das mir vorhin vorgeschlagen wurde. Müssen wir dann mal noch sagen, wo wir uns treffen wollen? Casino? Ich bin gerade unterwegs dorthin und ich stehe schon da. Ja, fahr mal hin, ich komme gleich wieder. Ich gehe nochmal kurz gucken, ob noch Geld in meiner Dings drin ist. In meinem, ja, weiß schon, Spielhalle. In meinem Tresor. Dann gucken wir mal, ob heute ein bisschen Drehgel kam. Viel Glück haben. Mal gucken. Oh, ich will nicht auf meine Toilette. Aber Mann, jetzt geht doch dabei raus. Ja. Ich komme auch gleich mal am Rad drehen. Was war das sowieso schon die ganze Zeit? So. Ui. Komm. Was ist eigentlich mit Yvonne? Die sagt gar nichts. Bam, ich hab das Auto. Ich dachte, ich hab echt Glück gehabt. Ich hab das Auto gewonnen. Na da. Geil, aber die Karre ist auch cool eigentlich. Was nehme ich denn dafür jetzt raus? Wieso, ist alles voll bei dir? Ja. Ja. Was haben wir denn dafür raus? Weißt du, weil ich nehme nicht als Dominator raus, ist mir egal. Boah! Ach man, meine Schnellkarre. Alter, geil. Ich glaube, ich mache tatsächlich mal kurz das bisschen Folge. Live in der Aufnahme dabei und ich gebe die Karre. Gut, das ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber ich freue mich trotzdem. Jetzt muss ich hier noch wegen Kev auch noch rechts aussteigen, nicht links. So. Baby, gib mir ja, immerhin 14. Vor dem Eingang geparkt. Pff, das ist mein Parkplatz. Baby hat 40.000 immerhin gewonnen. Geil, cool. Da müssen wir das tatsächlich jetzt gerade schon in der Aufnahme machen, zumindest in meiner Aufnahme, weil ich gehe die Karre jetzt gleich mal abholen und
Dann gehen wir so tunen. Das muss ich gerade nur wissen. Wo ist denn der Ausgang? Da, wo ich gerade herkomme. Ja, ja, alles gut, da. Ey, die Karre, die da, die jetzt auf dem Training steht, weißt du, die habe ich gerade gewonnen. Alter, so wie dein Charakter läuft, müsst die Lederhose ganz schön reiben im Schritt. Psst, lass mich in Ruhe. Yvonne, was ist denn los? Sag mal was. Das Leben als Rockstar ist hart, Markus. Alter, ja, hier, du beschwerst dich, dass ich scheiße parke. Ich stehe mindestens auf der Straße. Du stehst schon stehst direkt vor der Tür. So. Jetzt muss ich tatsächlich mal mein Auto tauschen. Dann dauert das gerade noch. Wir warten sowieso noch auf Enrico. Daher können wir uns das gerade ein bisschen leisten. Der kommt auch hin. Ist in der nächsten Folge wahrscheinlich mit dabei. So. So, da gucke ich mal wegen dem Amulett. Wo wir dann auch das richtige Intro machen. Ja, das ist jetzt tatsächlich nur tatsächlich so ein bisschen kleines Special, weil, ne? Ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe das Auto gewonnen, Special. Ja, was heißt, ja gut, das ist jetzt, kommt jetzt mal selten vor, dass ich tatsächlich das mit in der Aufnahme habe. Normalerweise habe ich dann mal so ein bisschen T-Shirts gewonnen, ein bisschen Kohle, ein bisschen RP, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich da die Karre gewinne. Also ich... Ja. Nein, alles gut. Man darf sich auch mal freuen. So. Ja, Special ist es nicht. Es geht jetzt quasi das hier als fortlaufende Folge weiter, aber... ist jetzt quasi noch so ein bisschen Vorgeplinkel, aber... wie wir das immer bei uns haben, wenn wir noch ein bisschen was am Vorbereiten sind, jetzt hau er ab da hinten mit einer Karre. Aber wie gesagt, wenn Enrico dann da ist, mache ich dann auch das Intro für uns. Dann geht quasi dann mit unserer zweiten Folge weiter, also mit meiner zweiten Folge weiter, quasi damit der Richtung. Wie gesagt, das ist hier einfach nur ein bisschen gerade ein bisschen vorgeplänkelt, aber das ist halt manchmal so. Und so geht es quasi gefühlt vor jeder Aufnahme ab. Bevor wir dann richtig starten. So. Mechanikarmel anrufen. Ich brauche eine Karre. Also mein Auto. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Spectre. I'll bring it to you. I'll get back to it then. Bring mal. So mal deinen Job. So, da ist das gute Stück. Den Dominator, den ich abgegeben habe, ist der Mustang hier. Den habe ich mal als Tuning-Fahrzeug gehabt. Brauche ich aber jetzt gerade einfach nicht mehr. Muscle Car werde ich irgendwo noch haben, bestimmt, falls mal da irgendwie wieder ein Rennen aufkommt, wenn wir Muscle Cars mit eigenen Fahrzeugen nehmen. What's wrong with her now? Ah, okay, ich kann ihn auch bei Bennys modifizieren, aber ich werde den jetzt bei Bennys rüberbringen. Ich werde den jetzt als so Heckschutzstärke bei der Motor rein. Normaler Doppelauspuff, Sprengstoff brauche ich nicht. Scheinwerfer Xenon, Neon Kids, Neon Anordner, Front Heck und Seiten natürlich komplett. Gut, versichert ist er ja. Was? Schwanz? Hä? Schwarz. Matt. So, ich hab... matt, schwarz. Wenn du da so in dich reinmischelst, da kann man nicht immer feiern. Ja, aber dann mach ich das gerne mal. Also wenn ich den verkaufen würde, würde mir fast 68.000 bringen. Also das ist tatsächlich relativ wenig. Getriebe.
Turbo. Track. Dabei sind. If that car was a woman, I'd guess her. Schwarz, ihre Reifen, man weiß ja nie bei manchen Leuten. Alles gut, passt. Die Frage ist, was kann ich bei Bellies machen? Obwohl, bei Bellies kann ich wahrscheinlich noch mal einen Tick mehr machen. Dann bringe ich die Karre noch schnell darüber. Gut, bei den Lama Davies Missionen sind wir auch noch, haben wir auch noch welche offen. Aber ich glaube, die kannst du nur zu zweit teilweise spielen. Ja, die kann man nur zu zweit spielen. Also, am Ende kannst du sie zu viert spielen, das weiß ich. Ich habe sie ja oft, glaube ich. Ich glaube, ich habe es immer mit einer anderen Crew tatsächlich durchgezogen. Aber ist dann halt immer blöd, wenn du dann eine Mission hast, die gerade zu zweit sind und dann zwei Leute einfach zugucken müssen. Dann, oder beziehungsweise nur bis den bei mir bekommen. Entweder wir spielen alle komplett zusammen oder wir lassen das sein. Deswegen ist das so, dass wir teilweise, wenn wir nur zu dritt spielen, nur zu dritt sind, auch nur mal so ein bisschen Schmökes machen, statt halt Missionen zu machen, weil da viele Missionen nicht zu. Oder, zu dritt machen kannst, sondern nur zu viert, gerade bei den Playlists. Wir haben es gesagt, bei uns wird keiner ausgegrenzt, bei uns wird dann quasi entweder alle oder keiner. So. Oder? Habe ich das falsch gesagt? Warum rennen die jetzt gerade alle hier zu mir? Weiß ja nicht. Ich hab ein Auto gesprengt und alle NPCs hier in der Gegend kommen zu mir gerannt. Verpisst euch! Macht euch weg! Macht euch weg! Sie mögen dich. Ich krieg das gerade so ein bisschen mit. Ich komme hier gerade in eure Nähe und ich höre gerade nur Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Ich dachte, du bist hier. Du hast gesagt, du bist bei Bennys. Ich komme jetzt gerade dahin. Ich bin gerade schon unterwegs zu ihr. Ich stehe gerade hier schon. Ich fahre gerade mal rein. Ich gucke mir gerade mal an, was das alles kosten würde. Weil ich habe den jetzt gerade nur von Los Santos Customs geholt. Hat sich repariert. Aufrüsten. So, habt ihr noch mehr? Ah, der hat noch mehr, der hier. Sekundärfarbe. Machen wir das nochmal. So. Kotflügel. Besten. Rotabstimmung hat er ja komplett. Ist ja klar, Alter, ich hasse das bei GTA. Hä? Ja, mit der Polizei, die wissen immer ganz genau, du kannst dich verstecken, wie du willst. Die wissen immer ganz genau, wo du bist. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die teilweise echt. Du kannst dich noch so in den kleinsten Löchern verstecken in der Stadt. Die rennen ganz genau in deine Richtung. Ja. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Ich habe noch 13.000. Geil. Alles gut. Dann machen wir das demnächst nochmal weiter. Oder soll ich noch ein anderes Auto nochmal holen? Scheiße, die Karre ist gerade nur halb fertig. Das ist das Problem. Alter, was sieht hier? Liegen hier an Leichen rum. Oha. Da flog gerade irgendwas vorbei. Ernsthaft, was hat. Baby macht heute Stress? Sie sagt ja nichts. Ja, eben, sie spricht. Baby hat uns nicht mehr lieb. Ja.
Sorry, ich bin ein bisschen sauer. Hä? Aber nicht wegen uns jetzt, oder was? Nein, nicht wegen euch. Aha. Wegen einem Penis. Ah. Ernsthaft? Bestimmt. Oh. Entschuldigung. Ja, das war nicht geplant. Bring ich mal bitte ein Stück weg, weil ich muss mal ein Auto holen, weil ich muss ein Auto. Hallo! Oh, weg. Whoa. Da haut die einfach ab, weißt du? Ja, die will zu mir. Ah. Ja, sie war gerade auf mir, jetzt will sie auf dich, ja. Seid ihr noch bei Bennys? Nee, ich bin gerade ein bisschen weg. Ich muss gerade ein Auto verkaufen, weil ich habe keine Kohle mehr. Ich will meine Karre eigentlich gerne mal weiter tunen. Ich habe gesagt, 13.000. Ich meine, es geht relativ schnell mit der Kohle, also hier zu verdienen, aber... Warte mal gerade kurz. Schon fast eine halbe Stunde rum und ja, nichts passiert. Was heißt nichts passiert? Ey, ich habe ein Reiseauto gewonnen, mein Gott. Also für mich war schon wieder erfolgreich jetzt. So. Ich verkaufe den T20 oder den E80? Ich komme. Ich verkaufe den T20. Muss ich von einem meiner Autos drin. Och, Alter! Schwöre ich, die jagt aber gleich eine Karre in die Luft. Warte mal, wo habe ich denn hier einen. Verkaufsding. Bist du denn verkauft? Da ist was. So. Hallo, ich fahre mit der Deutschen Bahn. Ha? Wir sind von der Deutschen. Wir machen ja keine. Wir machen ja keine Schleichwerbung und keine Firmen schlecht machen. So. Genau, wenn, dann reden wir nur über Klimaanlagen. Was? Klimaanlagen? Hä? Klimaanlagen? Was? Das Rauschen im Hintergrund. Das Rauschen im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Mit Lässig. Bei dir. Aha, da hat jemand einen Aktenkoffer. Der macht sich mit unseren Akten aus dem Staub. Fangst ihn. What brings you in today? Ich habe nur Yvonnes Nacktbilder eingesammelt, das ist alles. Ach so, dann geht's ja. Fahrzeug verkauft. So, bam. Tut mir leid. Aber ich habe noch mehr von den Dingern. So, jetzt brauche ich mein Auto wieder. Dann muss ich wieder zurück zu Bennys. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. 00. Ja, nächste Frage 000. Gib mir mein Auto. Gib mir meinen Sack. So, wo bist du jetzt mit dem Auto? Oh, Alter, stehst du hier ist ein Parkplatz daneben an. Wo steht denn sein Auto erstmal 5 Kilometer weg? Dankeschön. So. Jawohl. Alles wartet immer noch auf Enrico? Ja, ich fehl gerade bei. Jetzt explodiert wieder irgendwie alles. Wie kommt das bloß? Du das. Kommt ihr wieder am Start hier in Los Santos, das ist wieder das reinste Chaos. Neu. Wobei es gerade verhältnismäßig ruhig ist. Ja, sagen wir mal so, es ist das übliche Chaos. Ich
Oh, ey, der Finn, der regt mich auf. Markus, mach das bitte nicht. Was? Der hat auf Discord geschrieben, du sollst ihm das privat schicken. Es ist aber nicht das System. Der macht, was er will. Auch, dass er immer irgendwelche Texte schreibt und da seine Rechtschreibfehler drin hat. Die sind ja schlimmer als meine. Ist das dieser Crazy Ted, mit dem wir gespielt haben? Nee, das ist der Finn. Okay. Der Crazy, der macht nichts. Der hat quasi Rechte bekommen, aber der kann sie nicht umsetzen, weil er die irgendwie nicht benutzen kann, warum auch immer. Willst du, ich brauche eine Spieleinladung. Ha, super. Gibt nicht. Ja, mach jetzt. Abgelehnt. Hey. Hast du eine bekommen? Ich weiß. So, jetzt ist mein Auto fertig. Und eins fehlt noch. Ich kann nicht, wenn ich das Auto Kuhfarbe habe, das die Unterbodenbeleuchtung in der Farbe lassen. So, Lichter, Neon. Habe. Markus? Ja? Willst du da mit mir zum EMS gehen, also Sanitäter? Weil bei den Cops werden halt so viele sein. Mal gucken. Bin ich mal Feuerwehr. Ihr macht das für PS4, da hast du, ich habe das Video kurz gesehen. So, ja, wenn er noch Plätzchen frei hat, das kann ich ja, würde ich auch noch mitmachen wollen. Das ist bestimmt interessant. Oder der Discord ist erst 3 Tage alt, also du kannst dich direkt einklinken, bewerben, mach mal halt. Ja, ich würde eigentlich heute Abend Bewerbungsgespräche führen, sonst dann halt morgen. Ja, morgen kann ich nicht. Heute Abend würde gehen, aber morgen geht nicht. Ich muss bis 19.30 Uhr arbeiten, bis ich zu Hause bin, ist es halt 9. Okay, das alles gut. Also wir fahren heute Abend kein Rennen, ich hätte Zeit, theoretisch. Wir sind heute Chili Milli. Ja, wie gesagt, wenn ich die Zeit dafür habe, wir können ja noch schreiben und dann kann ich mich da irgendwie versuchen mit einzuklinken bei euch. So, wo treffen wir uns? Da wir jetzt ja komplett sind. Wieder im Würfelpark? Würfelpark? Okay. Dann was Würfelpark. Dann treffen wir uns Würfelpark. Ich weiß nicht, ich hatte mal die letzten 2 Mal, also. Nee, alles gut. Das war ja die Frage, wer hat uns am Casino treffen können. Das wäre auch kein Problem. Ich muss gerade gucken, wo das war. Da, wo ich gerade bin. Aha. Das ist jetzt die große Frage, wo bist du? Warte mal. Ach, Träger, komm. Da. Das ist ja gar nicht weit. Okay. Ey, Rico, ich hatte Glück gehabt. Ne? Ich habe das Preisauto gewonnen beim Casino-Dreh. Den letzten? Ja. Oder jetzt den jetzigen? Jetzt aktuellen. Alter. Der ist geil, gell? Der hat was, ne? Ich hab den aufgemotzt bei Bennys. Ja. Ich habe auch einen neuen Wagen. Das ist der erste Wagen, den ich getuned habe. Hat mich 2 Millionen gekostet. Ja, ich habe das wegen der Karre, weil ich keine Kohle mehr hatte, habe ich mein Dings verkauft, mein T20 verkauft. Der hat mir aber immer nur 1,4 Millionen gebracht. Uff, und crazy. Deswegen habe ich den jetzt. Das ist Tony Prince. Gib mir einen Sack. Ja, ja. So, okay. Ich habe im Spiel schon insgesamt 73 Millionen verdient, also. Ach, Baby. Weißt du, kaum ist die Frau da, ist eine Beule in der Karre. Oh, lol. Die ist nicht mal angekommen und wird getötet. Die war schon hier. Achso. Ich habe gesagt, deswegen ist ja die Beule da, weil sie ja direkt ins Auto gefahren ist. Mein armes Auto. So, Fahrzeuge. Wo denn? Hier vorne? Ja, vorne rechts. Warte mal, ich probier's mal wieder auszubeugen. Hör auf mit der Scheiße, das gebe ich dir gleich. Oh! Ernsthaft jetzt? Geht nicht, sorry.
Ach, das ist der Wagen jetzt? Ja, das ist der aktuelle. Ah, so krasses Design. Oh ja, fährt das mal weg. Yes. Kann er ja. Aber das ist ja dafür frei, ist ja, dafür ist er ja freigeschaltet. Hey, haben wir nicht zu schießen. Ist ja das übliche Chaos hier. Naja. Hatten wir jetzt ja komplett endlich. So, wollen wir ein Intro machen? Ja,